Hallo und herzlich willkommen zu unserem 21. Tutorial. Fuck, 21. Let's Play wollte ich sagen. Von Warframe. Und heute gibt es eine ganz spezielle Folge. Und zwar speziell deswegen, weil wir heute ein bisschen farmen. Und zwar mit Orkisch. Ja. Okris. Also es gibt ein paar Besonderheiten. Zu einem, das ist ein Orokin-Frag-Level. Zweitens, das ist Verteidigung. Ne? Und drittens, jeder hat einen Okris. Jeder hat einen Okris, einer hat eine Penta, ne? War das. Also bei der Map hier lässt sich ganz geil farmen. Und zwar deswegen, weil man hier nämlich so schön auf dem Podest hoch kann und die Okris eine sehr, sehr starke Granatwerferwaffe. Fetzt einfach alles weg. Ne? Einfach draufhalten und wie nix geht es. Aber was da an Zeug rumliegt, einfach krass. Und wenn da eben vier Leute so einen Granatwerfer haben und auf alles ballern, was rum was sich bewegt und fleucht, da sieht niemand mehr das Licht. Das ist alles tot. Was hier alles eingesammelt wird, furchtbar, oder? Ich find's okay. Ja, ist übel. Also es gibt einfach manche Levels, die eignen sich besser, um zu farmen, wie manche andere. Ne? Jo. Also beispielsweise macht es keinen Sinn, in einem Level wie Auslöschung ja zu farmen, weil bringt halt nichts. Ne? Genauso wenig Sinn es macht, bei Gefangennahme zu farmen. Hast du gut gemacht. Da geht es wieder nicht. Ja, also wir haben auch mit einem kleinen Bug zu kämpfen. Ne? Wie ihr seht, seht ihr nichts. Ne? Wenn man schießt, dann geht es manchmal geht es nicht. Wir haben noch nicht ganz rausgefunden, woran es liegt. Ob es jetzt daran liegt, dass wir an einer bestimmten Stelle von der Map sind, die eigentlich nicht dafür vorgesehen ist, um da zu kämpfen. Oder ob es einfach nur Käse ist. Ja, ob einfach nur die neueste Version ein bisschen Bug hat. Also wir sind momentan bei Version 12.4.4, ne? Das Tetra-Event ist ausgelaufen vor ein paar Tagen, glaube ich. Nein, es läuft immer noch. Läuft immer noch? Mhm. Läuft immer noch für 2 Tage. Habe ich doch richtig gesehen, ne? 2 Tage. Jupp. Und ja, ich weiß nicht, also wird bestimmt noch besser. Hoffe ich jetzt einfach mal. Hoffe. Ja. Das kann ich, aber es könnte. Es wird schon schief gehen. Also das Level wird per was ab? Welle 40. Wieso? Dann haben alle Gegner ungefähr Level 70. Ja, ist doch okay, oder? Also was ist, wir haben jetzt eigentlich keinen richtigen Damage-Dealer. Ich glaube, wir haben Rhino. Ja. Rhino, oder? Zweimal Rhino. Mit dir 3 Rhino. Genau. Oder? Nee, das ist also der Prime Rhino. Ja. Ich. Rhino. Dann Zephyr. Zephyr, jawohl. Oh, das ist was anderes. Weiß nicht mehr genau. Aber wir hatten keinen richtigen Damage-Dealer wie Nova zum Beispiel, ne? Nee. Oder wir hatten auch niemanden wie Trinity, um uns zu heilen. Also unsere einzigen Damage-Dealer ist eigentlich die Okris. Aber ich denke, das reicht auch. Weiß ich, von C4, der Wurbelsturm-Attacke, ich weiß nicht, sieht irgendwie schick aus. Aber dass das viel bringt, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht so. Ich weiß nicht, wenn er rot ist, ist er glaube ziemlich. Ja, schon rot, ne? Das Gesicht wieder wegfliegt. Ja. Gut, aber wenn der nach wieder aufsteht, ist auch kacke. Oh mein, so ist das, ne? Ja. Also, wir haben jetzt auch nicht von Anfang an aufgenommen, weil die ersten Levels eigentlich sowieso Pillepalle und langweilig sind. Deswegen haben wir auch relativ spät angefangen, dass ihr jetzt denkt, sind ja schon Level 30. Ne? Wir wollen jetzt einfach gucken, wie weit kommen wir. Wir haben ein richtig gutes Team. Oder wie weit machen sie mit? Ja, wie weit machen sie mit? Also wir haben ein richtig gutes Team und machen Welle für Welle hier die Leute platt und jeder heilt jeden, wenn es sein muss. Und also echt spitzen Team. Ne? Vielen Dank an Jojo, Hannes, Rote Shark und Ghetto Kasper. Habt auch richtig coole Namen. Scheiß Knarre.
Ja, ist blöd, ne? Dass sie manchmal nicht richtig funktioniert. Ich muss immer bestimmte Punkte hinziehen, dass sie funktioniert. Ist komisch, ja. Ja, auch bei dem Explosions... Radius ist ja auch egal, oder? Ja, könnte größer sein. Könnte, hätte, sollte. Weißt du ja. Ne? Sie sammeln alle ein. Das macht mich nervös. Ja, nicht, dass sie nachher abhauen. Ja. Nee, alles easy. Die machen beide. Ich mag's nicht. Oh Gott. Hey, Ember Prime Blaupose. Wer will die? Es geht ja nur um, dass man sie hat. Das ist wie nicht so eine Trophäe. Die stellt man sich. Die stellt man sich hier rein und dann ist alles gut. Wenn da nicht Reiner dabei steht, ist Müll. Ja gut. Das darfst du jetzt nicht so sehen. Ach du Kacke. Ich überlege, ob es an Gegner liegt. Was denn? Dass er nicht funktioniert. Nee, explodieren muss die eigentlich. Trotzdem, guck, hast du gesehen? Das war bestimmt von dir. Ja, wie viel später? Weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen laggy. Ein bisschen arg laggy. Ja. Das mit Waffe wechseln hat nichts gebracht, ne? Nein. Ich glaube echt, dass es ein bisschen am Lag liegt. Das ist zu viel. Ich schieß doch. Ich weiß es nicht. Und irgendjemand hat gerade auf mich geschossen. Und du kannst schon deine eigenen Mitspieler gar nicht, oder? Ah doch, das hatten wir. Das Thema hatten wir schon mal, ne? Ja. Du hast auf einen eigenen Rhino geschossen und den habt ihr das abgezogen, aber genau. Den anderen Warframes hat nichts abgezogen, ne? Genau, also wenn der Rhino, glaube ich, auf mich schießt, dann zieht's mir auch so ab. Okay. Also Rhinos können sich mit Okris. Keine Ahnung warum, wieso, weshalb. Ist halt so. Also würde mich jetzt interessieren, ob es wirklich eher ein Bug ist oder gewollt. Oder steht doch auf den einen Turm da drauf. Auf den da. Oh ne, macht er schon. Wo ist der? Ich bin mal gespannt, was ihr alles für einen ganzen Shit eingesammelt habt. No. Blöd, ne? Sowieso ab der Levelstufe. Ist ein bisschen blöd. Aber ich hau dir in die Fresse. Zeit verschaffen. Hast du gesehen, wie verspätet ist alles? Mhm. Deswegen, guck, das war immer noch von dir. Deswegen, wie gesagt, ich glaube, das... Ist auch bei der Okra so, dass alles sehr zeitverzögert ist. Normal ist es genau dann, wenn es auch einschlägt. Ja, aber weißt du, ne? Wenn die Server in die Knie gehen, ist es nicht ganz so einfach. Da ist jetzt wieder ein Punkt. Da siehst du fliegen und auch explodieren. Mhm. Schieß halt immer dahin, ist doch egal. Bloß der Punkt wechselt halt immer. Ja? Mhm. Sobald ich jetzt wieder von der Sicht weggehe. Okay. Okay, wir laden den Akku auf und haben schnell einen Wechsel gemacht. Glück gehabt, ne? Soll ich kurz runter? Egal, ist da noch ein paar Levels. Kurz davor. Ja. Siehst du? Nichts. Weißt du, was ich auch gelesen habe? Dass die PS4 bald wieder lieferbar ist. Die ist schon lieferbar. Ja, ich hab gedacht, die ist schon ein paar Tage. Nee. Krass, oder? Okay, irgendwie geht's doch ab. Da ist gerade irgendwie alles weggefletzt. Och. Schieß doch mal. Mach doch mal die Gegend kaputt, Mensch. Leck mich. Ja, jetzt hast du einen Punkt. Total off-guard, aber ist egal. Ja, aber es bringt nichts, wenn sie hier stehen.
Ja, du musst noch den Mod reinmachen, damit der Explosionsradius. Ja, so, dann verrecke ich wahrscheinlich, wenn ich da oben bin. Ja, das ist egal. Aber ich bin echt gespannt, wie viel das noch wird. Ich glaube, es wird noch ziemlich zäh. Also zum Zugucken meine ich jetzt. Und was man da für ganzen Scheiß einsammelt, ne? Schlimm. Vor allem sammelt man auch echt Sachen ein, die man auch sonst immer nicht genug findet. Da ist sowas ist okay. Und gewöhnlich 5 Kern. Läuft. Wenn es läuft, dann läuft. Ja. Unten leuchtet was orange. Come to me. Hm. Und ist was Tolles? Ja, was man nie nirgends findet. Deswegen auch komplett nutzlos. Oder hast du mal auf der anderen Seite ausprobiert? Da komme ich nicht irgendwie nicht hoch. Dafür bin ich so blöd. Guck, hast du gesehen? Siehst du? Das kommt total zeitverzögert. Ja, aber die Viecher kommen nicht zeitverzögert. Ja, das ist halt kacke, ja. LMAA. Ja, schon ein bisschen tricky. Da ist einer tot. Schnell. Der ist tot vom Himmel gefallen. Was? Das ist das Gute an dem Stampfer. Ja, Zeit. Zeit kann man Zeit schinden, ja. Hey, yo, yo, Hannes. Alles klar. What's up? Gar kein dummer Spruch. Normalerweise motzt er immer rum. Keine Zeit zu motzen. Sowas, so. Ne? Man hat nicht mal Angst, Schweiß auf der Stirn zu anstrengen, kann es gar nicht sein. Ich Level 34er aufpassen. Ja. Aber bei nee, ja. Wahrscheinlich noch einen. Das Problem ist auch, wenn du bei Level 40 bist. Ja. Ein Schlag und du bist ohne Schild. Und ich habe 1230. Ist doch okay. Nee, da habe ich meine Panzerung weg, genau. Also, ein Schlag, dann ist meine Eisenhaut weg. Ja. Das darfst du nicht so eng sehen. Sehr schlecht, sehr schlecht. Schlecht, schlecht. Also, während du so lange spielst, sag ich noch ein bisschen was. Wir haben auch ein Clan-Dojo. Oder du hast auf jeden Fall ein Clan-Dojo. Und falls ihr momentan ohne Clan seid und euch völlig unverbindlich und irgendwelche Verpflichtungen oder sowas, sag ich mal, in einem Clan sein wollt, einfach in die Kommentare schreiben, wir laden euch ein. Und dann habt ihr auch Zugriff auf unseren Dojo und könnt da immer willkommen, ne? Ja, könnt Handelsposten benutzen, was auch immer. Und falls ihr zu wenig Platz haben sollte, werden wir natürlich den Dojo dann auch entsprechend ausbauen. Hier, yeah, geht immer noch weiter. Der Ayoyo hat, glaube ich, gerade gezögert. Okay. Das Blöde ist, solange es abläuft, kommen die schon wieder. Ah, okay. Aber es kann so weit sein, dass sie schon wieder da sind. Ja, gut. Jetzt was habe ich. Das war bestimmt cool, ja. Okay, da ist ein Punkt. Ah, ja, da ist wieder kein Punkt. Doch, guck. Ich spiele. Ich will aber, dass ich diese Scheiße fliegen sehe. Das ist nämlich scheiße. Mhm. Zum Zugucken, ne? Ist das einfach. Also. Falls ihr jetzt hier ab diesem Punkt noch nicht abgeschaltet habt, Respekt. Ja. Ist halt eintönig, aber ja. Da kannst du ja nichts machen, egal wie gut du bist. Ist einfach so. Ja, nee, ist ja auch völlig berechtigt. Farm ist einfach langweilig, sage ich jetzt mal. Da geht es ja ein bisschen um die Teamleistung und dafür, so dass man viele Sachen abräumt und das ist dann halt auch meistens eher monoton. Aber zum Zugucken ist es ungefähr so interessant, wie wenn ich mir ein Schnürsenkel bin. Oder man sich einen Sack in den Reißverschluss einklemmt. Ja,
Ja gut, so extrem möchtest du euch jetzt doch nicht damit vergleichen. Das andere könnte ein bisschen schmerzhaft sein. Ach. Doch, guck. Hast du gesehen? Sehe ich aber nur nicht zeitverzögert, wenn ich den scheiß Schuss sehe. Ja, also los, Stampf, komm. Schnell, Stampf. Pro Welle verschiebt sich das, das ist richtig nervig. Ja, ist auch echt komisch, der Bug. Ich weiß gar nicht, was immer so lang dauert. Was? Bei den anderen. Wie lang dauert? Bis sie schießen. Weißt du, dass ich stampfen muss, dass da zwischendurch keiner schießt. Ach so. Aber die gehen eigentlich immer noch relativ schnell kaputt, gell? Ja. Übel. Einfach nur krass. Die Waffe. So, heute war auch ein Kommentar. Ja gut, wahrscheinlich wenn die Folge rauskommt und ich sag heute, dann ist das schon wieder eine Woche her. Damals, als wir noch jung waren. Ja, auf jeden Fall haben wir in einem Tutorial haben wir über die Prime-Gegenstände geredet und da haben wir, sag ich mal, ein paar Sachen ein bisschen Bullshit erzählt. Vor allem von der Dakra und von anderen von der Soma. Natürlich gibt es Waffen, die noch stärker sind als die Dakra und die Soma. Von daher nicht stören lassen. Und deswegen dann auch die kleine Korrektur. Das muss ich nochmal überlegen. Die beste oder die stärkste DPS-Schusswaffe ist die Synapse. Und die stärkste Nahkampfwaffe die Autos Prime. Schön gesagt. Ja, genau. Okris ist halt deswegen geil, weil ne, Explosionsradius. Boom. Das ist halt ne? Zu viel Gefahr, dass man selber verreckt. Ja, und ja, richtig. Also die ist zwar geil, aber die hat auch einen sehr starken Nachteil. Falsch geschossen, tot. Ja, richtig. Dann ist echt behindert. Aber in dem Zusammenhang funktioniert das einfach einwandfrei und eine starke Maschinengewehrwaffe wie die Synapse, da passiert sowas halt nicht, aber ist auch für Verteidigung vielleicht ein bisschen ungeeignet, zumindest für die Map hier. Da ist noch einer. Nur wo? War ja klar, dass ihr den Kacker alle macht, wenn ich da unten. Ich würde unten bleiben, aber. Ja, ich glaube, es wird ein bisschen kritisch, ne? Boah. Kackocker. Die Waffe geht mir auf die Eier. Die geht mir auf die Eier. Ah, jetzt hat sie gewirkt. Oh, das stirbt bald einer. Der Ghetto-Kasper hat kein Schild mehr. Okay, regeneriert sich wieder. Ich doch. Kannst du auch mal irgendwo hinschießen? Ich suche einen Punkt, wo es wirkt. Da ist einer. Okay. Am besten suchst einen Punkt und schießt einfach auf die Stelle. Ja, genau. Bis Welle vorbei. Du hast ja auch genug Schuss. Also das ist ja das Krasse. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Soma oder eine Synapse und haben da noch den Mut dazu, um maximale Munition zu kriegen. Und wir haben dann, sag ich mal, 780 Schuss oder glaube ich. Das reicht nicht mal ein Viertel von dem, wie lange das reicht. Genau, und 780 Schuss. Jeder weiß bestimmt, wie schnell das weg sein kann, wenn man da mal richtig loslegt, rumzuballern. Aber bei der Okris. Klar, die schießt langsam, aber die macht mit einem Schuss so viel Schaden. Weiß gar nicht, wie man die leer kriegen soll. Das geht gar nicht. Also ich hab's noch nicht geschafft. Nee. Also nur ansatzweise. Also funktioniert, glaube ich, auch nicht. Weil sobald man wieder runterrennt, ist wieder voll. Ja. Ja, ist echt so. Also, das ist halt auch noch ein Vorteil von der Waffe.
Man muss natürlich sagen, nicht jede Waffe ist für jeden Zweck gut. Ne? Also jede Waffe ist immer nur für einen bestimmten Zweck richtig gut. Und man soll natürlich die Waffe dann auch dementsprechend immer skillen. Das heißt, wenn ich weiß, ich kämpfe gegen... jetzt muss ich überlegen. Ich kämpfe gegen Korpus. Dann weiß ich, dass die Schild haben und deswegen sollte ich die Waffe natürlich auch so modden, die zum Beispiel dann auch effektiv gegen Schilde ist. Oh. Ja, so Dinge eben. Bin ich hier alleine, oder? Ja, der Cryport geht langsam ein bisschen kaputt, ne? Ja, weil die Spackos irgendwie nicht schießen. Vielleicht haben die das gleiche Problem wie du. Da ist ein Punkt. Aber der ist sich wieder auf, also alles easy. Bin mal gespannt, wie viel Levels ihr noch macht, hey. Solange bis was Cooles kommt. Ja, du bist lustig, ey. Bis was Cooles kommt. Ich glaube, ich penne vorher ein. Kann ja sein, die hauen jetzt ab. Ach so. Ja, kann auch sein. Oder du schlägst einfach mal vor, bis Level 50 zu machen. Also Level 50 war schon so eine schöne runde Zahl. Dann haben wir noch mal 20 Minuten vor uns. Wenn sie einer... Okay, da ist wieder oben. Wegen was meinst du? Wenn einer ein Aussichtsding ist, dann... Yeah. Kacker! Da ist noch eine. Nee, geh schnell weg. Oh Gott. Geh jetzt links. Rotter. Geh es. Rotter. Mach schnell. Weißt du, dann wär's hier verbuggt oder sowas und hätte ich nicht nach links können. Hey, voll verkackt. 2000. Was es Erfahrungspunkte gibt. Ja. Übel. Farmen. Mhm. Egal was. Krass. Übel. Die Ernte war erfolgreich. Ich war gekillt. 700 Stück. So viel, dann es geht nicht. Es ging auch nicht. Das hast du ja nicht gesehen, aber wie ich gesagt habe. Sonst hättest du keine 700 Stück gekillt. Ein Kopftreffer drin, 22, bist du mich verarsche. Ja. Krass. Hast du gut gemacht. 61 Upgrades. Ich habe eins verpasst. Scheiße. Ja, der eine hat mir einfach was, der Ghetto-Kasper. Der Ghetto-Kasper, der ist ja auch ein Kasper. Aber cool. Also, wir haben gefarmt wie ein Arschloch. Du bist sein. Also, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Also wie gesagt, falls ihr zu uns in den Dojo Clan möchtet, oder was Clan, aber in unsere Vereinigung von... Dieses kleine Kackding, wo ich habe. Genau, mit unserem Dojo halt. Und falls ihr da auf nichts verpflichten möchtet, einfach nur... Ne? Einfach reinkommen. Einfach reinkommen, Kommentare schreiben, ihr wollt dabei sein. Abonnieren, liken, alles. Danke sagen. Brief schreiben. Fanpost. Yay. Ne? Also wir freuen uns über jedes Feedback, jede Kritik. Sagen Sie konstruktiv. Also. Ist das scheiße, Alter. Ist das scheiße, ey. Verpiss dich, ey. Meld deinen Account ab und hau ab. Muss ich kaputt. Also. Bis dann. Cheerio.